Hallo und herzlich willkommen zum neuen Karnikult-Video. Heute zum ersten Mal mit unserer Alba. Ja, sie ist jetzt bei uns eingezogen. Und wir haben in der ersten Woche oder in den ersten paar Tagen schon so einige Abenteuer überstanden. Wenn ihr wissen wollt, wie das gelaufen ist, dann bleibt dran! Die ersten Tage mit einem neuen Hund sind natürlich immer wahnsinnig spannend. Wichtig ist, dass man sich genug Zeit nimmt, dass so ein kleiner Welpe auch richtig ankommen kann. Es ist ja alles neu für ihn. Die Umwelt, also dein Haus oder deine Wohnung, der Garten, die Leute, die anderen Hunde, die vielleicht mit dir zusammenleben. Das braucht alles ganz schön viel Zeit und Ruhe, damit der Welpe überhaupt erstmal richtig ankommen kann. Und wir haben das auch bei der Alba gemerkt, dass sie so ein, zwei Tage brauchte, bis sie so richtig aufgetaut ist. Hallo. Aller Anfang ist schwer, vor allem, wenn es um die Leinenführigkeit geht. Mit einem Welpen spazieren zu gehen, ist gar nicht so leicht. Die einen bleiben immer zu stehen und setzen sich hin, die anderen preschen nach vorne und ziehen. Alba hat davon alles im Repertoire. Erschwerend kommt noch hinzu, dass sie stärker auf Cordula fixiert ist. Solange sie mit der Kamera vorläuft, bin ich abgemeldet. Also tauschen wir die Rollen. Aber ich werde den kleinen Drachen schon noch zähmen. Uns ist es sehr wichtig, dass Alba von Anfang an lernt, an lockerer Leine zu laufen. Deshalb trainieren wir die Leinenführigkeit auch nicht ausschließlich beim Spazierengehen, sondern legen auch kleine Extraübungen ein. Mach das so, guck, dass du erst die Aufmerksamkeit hast, dann lobst du, dann gehst du, dann hältst du die Aufmerksamkeit. Ja, klasse. Ja, klasse, komm. Feine. Super, jawoll. Ja, Schwänze. Ja, so ist sie fein. Genau, und nochmal. Warte, bis du die Aufmerksamkeit hast. Dann loben und dann von ihr weggehen und loben, um die Aufmerksamkeit zu halten. Fein. Super, Alba. Ja, klasse. Ja, jetzt ist sie super. Genau so. Nochmal so, genau so nochmal. Ja, fein! Klasse. Achtung, wenn sie frisst, kann sie nicht gleichzeitig aufbauen. Ja. Fein! Jawohl, ja! Prima! Ja, super, Maus! Nochmal so. Ja, klasse! Komm mit! Ja, super! Ja, fein! Ja, toll! Dank Cordulas guter Vorarbeit klappt es am Ende auch bei mir. Kuscheln nach bestandenem Abenteuer darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, feine Maus. Ja, fein. Let's rock! Neben Umwelttraining und Leinenführigkeit haben wir begonnen, die Grundlagen für die spätere Unterordnung zu schaffen. Dazu soll Alba möglichst aktiv hinter der Futterhand herjagen, denn die führt sie bei den Übungen Sitz, Platz, Steh und Fuß in der ersten Zeit. Die positive Stimmung des Menschen ist hierbei sehr wichtig, weil Alba letztendlich eine Begeisterung für das gemeinsame Tun entwickeln und das Futter zweitrangig werden soll. Das Keyword Let's Rock sagen wir immer vor Beginn des Unterordnungstraining. Es soll Alba in die richtige Stimmung versetzen und das gemeinsame Arbeiten ankündigen. Prima. Let's rock. Ja, klasse. Okay. Alba?
Die Förderung der Motorik ist uns auch sehr wichtig. Deshalb machen wir mit Alba diese Übung, bei der sie sich schnell und sicher um die eigene Achse drehen soll. Sie bereitet auch die Kehrtwendung und das in die Grundstellung kommen vor. Prima. Wie es mit Sitz so ist gut. Und noch einmal und Platz weitergeht, das zeigen wir euch in der nächsten Woche. Gut gemacht. Das war's. Ende. So ist sie brav. Das war unser erstes Video mit der Alba. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet auch nächste Woche wieder ein und unterstützt uns mit einem Like und vielleicht mögt ihr auch unseren Kanal abonnieren. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit Alba weitergeht, dann schaltet auch nächste Woche wieder ein. Bis dahin, alles Gute für dich und deinen Hund. Kani, kultiviere dich!